Liebe Zuschauer, wir gucken uns nun das Video von Klängern an. Darum bekommt Jeremy Fragrance plötzlich so viel Hate. Ab, wahrscheinlich. Oder er bekommt so viel Hate. Okay, let's go. Ich bin gespannt. Jeremy Fragrance, der menschlich gewordene Homelander. Yo, Homelander nie geschaut. Viele feiern ihn, viele finden ihn richtig weird, aber irgendwie ist er durch seine ganz merkwürdige Art ziemlich berühmt geworden. 2 Kilo Parmesan essen, Treppen nur noch rückwärts runterlaufen, sich Parfüm in die Augen sprühen, egal. Ja, ist witzig, weil er all das schon gemacht hat. Man guckt ihn jetzt nicht unbedingt, weil man den so mega cool findet, sondern aus voyeuristischen Gründen. Aber mittlerweile ändert sich die Stimmung so ein bisschen. Viele finden Jeremy mittlerweile nervig oder sogar blöd. Am Anfang war das... Hä? Ich dachte immer, Jeremy hat so dieses Image von... Ey, der ist halt einfach durchgeknallt, den feiert man einfach. Noch ein witziges Meme, aber mittlerweile ist der Joke halt einfach tot und es ist zu viel und immer das Gleiche. Alles gut. Und dann kommen dazu noch Aktionen, die die Menschen im Internet ziemlich aufregen und sogar dafür sorgen, dass sich Werbepartner von ihm distanzieren. Gründe dafür gibt es viele. Denn Jeremy ist mittlerweile so präsent in der Medienlandschaft, dass man sehr schnell die Schnauze voll von ihm haben kann. Er ist in Deutschland durchs Internet richtig Fame geworden und war dann auch erstmal direkt bei Big Brother. Baby, I love it here. Bitches! Und allein das da war schon weird, weil er sich geweigert hat, irgendwas anderes anzuziehen als seinen weißen Anzug. Dann kam er da raus, alle kannten ihn. Und weiter geht's in der Maschinerie, komm, weiter! Ein Werbespot für Aldi, für Brot. Stimmt, das habe ich mitbekommen. Und das haben aber alle gefeiert, oder? Haben das nicht alle gefeiert? Bons, danke dir. Vielmals. Backfrisch. Fragrance for everyone. 2,8 Millionen Aufrufe. Das Ding wird ihm richtig viel Kohle eingebracht haben. Ja, wobei man da immer nicht weiß bei diesen Werbespots, wie viele Aufrufe sind da auch dazu gekauft. Bei ganz, ganz viele Werbespots, die kaufen sich halt einfach Aufrufe. Die sind dann auf einmal Trendsplatz 1 mit 5 Millionen Aufrufen, haben 3 Kommentare und 400 Bewertungen. Also deswegen, ja, da weiß ich immer nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass hier schon viele Klicks drauf kamen, auch von normalen Leuten so. Weil Jeremy halt einfach Jeremy ist. Ja, man muss die Kuh ja auch melken, ne? Gemolken. Bitches! Und obwohl Jeremy nach eigenen Aussagen ja eigentlich Parfüm-Content macht, sieht man von Parfüms eigentlich relativ wenig. Und obwohl er damit ja reich geworden sein soll, kommt irgendwie immer mehr nebenher. Wenn man mal auf Amazon guckt, findet man neben diesem tollen, lebensgroßen Jeremy Fragrance Pop-Aufsteller hat einen Pub-Aufstellung mit 2 Bewertungen A5 Sterne. Ja, bei 10.000 Likes kann er schon bald da hinten im Hintergrund stehen. Auch diesen tollen Song über Jeremy. Aromatische Fakten über Jeremy Fragrance von Gruben, Fledermäusen und einem matschigen Interview. 1 Stern, Riesenfrechheit. Das Buch. Hi, Jujen, grüß dich. Das Buch enthält 43 Seiten. Davon ist nur die Hälfte mit jeweils einem Satz oder einem kleinen Absatz bedruckt. Die Sätze sind frei erfunden. Junge, das ist ja. Was erwartest du denn auch bitte? Was erwartest du denn bitte bei so einem Buch? Nicht kaufen. Das Buch enthält 43 Seiten. Davon ist nur die Hälfte mit jeweils einem Satz oder einem kleinen Absatz bedruckt. Die Sätze sind frei erfunden. Seite 20. Nix. Seite 21. In Polen hat er mal einen Pudel bestohlen. Was zum Fick? Ja, Christina, selber schuld, wenn du so einen Scheiß kaufst. Naja. Also ich fand das Buch bisher inhaltlich gar nicht mal so verkehrt. Man muss aber erst auf den Gedanken kommen, sich überhaupt das Buch zuzulegen. Also Respekt dafür, auch einfach mal sowas zu kaufen. So völlig, keine Ahnung, was er sich dabei denkt. Opa, danke dir. Abgesehen von solchen Sachen findet man nämlich da auch Folgendes. Power Baby, die Jeremy Fragrance Story. Jeremy Fragrance bringt ein eigenes Buch raus. Für nur schlappe 24,95. Klar. Ja, ich bin sehr gespannt. Like, wenn ich dazu eine Review rausbringen soll. Und ich bin sehr gespannt, ob er das Ganze wirklich selber geschrieben hat und wir uns dabei über sprachliche Meisterleistungen von ihm freuen können. Wie zum Beispiel... Weil er eiskalten Löwen erwürgt hat und nackt ist und so... Du verfickter Löwe! Ob Jeremys Leben... Hey, der hat ganz weirde Gedanken. ...eben wirklich so interessant ist, dass man daraus ein ganzes Buch machen muss,
I don't know, wir werden sehen. Wird sich zeigen, aber ist doch auch egal. Komm, machen wir auch ein Buch. Hauptsache, die Leute kaufen es. Hauptsache, man hat noch ein weiteres Produkt, mit dem man Kohle verdienen kann. Und wichtig, immer präsent sein. Für Leute, denen Lesen zu anstrengend ist, gibt's natürlich auch was. Vor einiger Zeit war Jeremy schon mal beim Sender Sky Sport News zu Gast und hat dieses gar nicht wirre Interview dahingelegt. Ja, das kennen wir. Sky Sport News, Jeremy Fragrance ist bei uns zu Gast. Genau, willst du mal Text vor? Parfüms-Influencer, hat Millionen Klicks auf TikTok. Das kannte ich aber noch nicht, dass er den Anfang selber gesagt hat. Auf YouTube, boah, sehe ich cool aus. Oh shit, sehe ich cool aus. Ja, also, liebe Zuschauer, das ist Jeremy. Jeremy ist, Ja, ganz normal. Und Sky hat sich überlegt, dieser Mann, der braucht noch mehr Sendezeit im Fernsehen. Mit Jeremy Fragrance konnten wir einen der erfolgreichsten und schillerndsten Influencer Deutschland für uns gewinnen. Ich bin sicher, dass er mit seiner unvergleichlichen Personality in dieser Serie für viel Gesprächsstoff sorgen wird. Dass Jeremy eine tolle Personality für ein Reality-Format ist, war mir sofort nach unserem ersten Treffen klar. Ich bin froh, dass wir ihn für das Format gewonnen haben und freue mich sehr auf die kommende Produktion mit ihm. Denn eins ist sicher, langweilig wird es sicher nicht, weder für uns noch für die Zuschauer. Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Ja. Und auch auf YouTube ist Jeremy jetzt wieder aktiv und redet dort sogar über seine Serie. Und man muss sagen, Jeremy ist wirklich bescheiden. Der ist auf dem Teppich geblieben, ja, bodenständig, ein Mann des Volkes. Ich bin Multimillionär mittlerweile. Ich krieg über 100.000 Euro für einen Drehtag. Ich krieg 40.000 Euro und mehr. Na gut, 40.000 Euro plus Mehrwertsteuer für einen Instagram sowie TikTok-Post, der zeitgleich rausgeht, Alter. Übrigens kriege ich jetzt auch noch eine eigene 20:15 Uhr Show auf einem fetten Sender. Hä? Weil er bekommt 40.000 Insta-Post. Wie viel hat er denn auf Insta-Follower, dass er 40.000 dafür bekommt? Und wie reichweitenstark ist er denn dort? Okay, er hat 842.000 Follower, das ist wirklich viel. Und hat vor. Ich muss es euch zeigen. Was der für einen Post abgesetzt hat. Der hat auch 24.000 Likes drauf bekommen. Ich denke, der macht sonst nicht so viel. Der hat sonst nicht so viele Likes wie auf dem Post. Der hat so 10.000 Likes hier. Okay, hier mal 30.000 sogar. Da wirklich, also da fällt mir halt auch nichts mehr ein. Miss Momsi, danke schön für 3,33 Euro. Vielen Dank. Ich habe nämlich gerade starke Schmerzen, Mann. Junge, was ist das denn für ein Bild? Wie kann man denn so ein Bild hochladen? Das ist wirklich ein gemachter Mann auf jeden Fall. Ein gemachter Mann. Dankeschön für 3,33 Euro. Ganz, ganz viel Liebe an dich. Sender, alter Schwede. Wir haben schon vor schon zwei Drehtage gedreht, Alter. Auch das ist eine im wahrsten Sinne des Wortes Millionen-Euro-Produktion. Das ist also nicht so eine Art 12 Uhr Hartz IV TV Billigproduktion. Ja, Glückwunsch. Ja, also wie ich schon sagte, sehr bescheiden und bodenständig. Das sind halt die Früchte, die man erntet, wenn ganz viele Menschen einen im Internet für bekloppt halten und sich immer angucken, was man so macht. Denn ganz am Ende stimmt dann doch die Kohle, ne? Und seine eigene Parfümmarke, die dadurch nochmal gepusht wird, darf man ja auch nicht vergessen. Ja, der rote Ferrari, die goldene Rolex, zahlt sich nicht alles von selber. Jeremy ist mittlerweile wirklich überall. Auf YouTube, im Fernsehen, in der Werbung, in Büchern. Und so langsam nervt das die Leute. Es gibt immer mehr Kommentare, die unter diesen Sachen schreiben, so, ja, okay, wir haben es mittlerweile verstanden, ey. Wir müssen jetzt den Typen dadurch nicht noch reicher machen. Und irgendwie war doch da noch was, oder? Irgendwas mit Frauen, oder? Ich könnte pro Tag 5 Mädels bumsen. Ah, ja, hupsi. Ja, vor kurzem fand das... Er sagt es aber halt auch einfach straight up. Ich glaube wirklich, der denkt auch nicht drüber nach. Ich denke, der denkt generell nichts. Ich glaube, er erzählt einfach nur. Ich glaube, es ist einer, der irgendwie fällt ihm irgendwas ein und das erzählt er direkt zu das, was er gerade eben kurz im Gedanken hat. Aber so, der ist jetzt nicht so einer, der mal ganz kurz reflektiert, was er jetzt erzählen wird. OMR-Festival statt, auf dem auch dieser Ausschnitt da entstanden ist. Das OMR-Festival ist eine Veranstaltung für Internet-Marketing-Heinis, die 400 Euro zu viel überhaben. Hallo, moin. Und für diese 400 Euro bekommt man dort einiges geboten, zum Beispiel einen Interview-Slot mit Jeremy Fragrance. Wie das Leuten helfen soll, mehr Geld zu verdienen,
Keine Ahnung. Aber dort hat Jeremy für große Aufregung gesorgt, denn während seines Interviews hat er Sätze wie den hier gesagt. Die Sache ist, ich darf nicht lügen. Das ist, also ich habe ein ziemlich krasses Mindset und ich bin auch ethisch sehr geil unterwegs. Ich könnte es mir sehr leicht machen. Ich könnte pro Tag 5 Mädels bumsen. Ich könnte euch alle verarschen. Ich könnte dir sagen, okay, geil, finde ich gut, was du machst. Kann ich nicht machen, Alter. Ja, Mensch, weirdes Zeug von Jeremy. Wer hätte... Oh, der hat ihn gerade einfach weggeroastet. Also das macht man aber nicht an der Stelle. Das erwartet. Aber ehrenhaft von ihm, nicht jeden Tag 5 Frauen zu bumsen. Till Lindemann gefällt das nicht. Daran erkennt man wirklich einen moralisch integren Menschen, dass er... Ich distanziere mich ausführlich von dieser Aussage. Nicht 5 Frauen am Tag bumst. Dass Jeremy weird über Sex und Frauen redet, ist tatsächlich auch nichts Neues. Denn bereits in der Vergangenheit gab es schon etliche weirde Zitate dazu. I tried to have sex with a girl before a video to have more testosterone in my face. Fuck. Sex. Asshole. Piece of shit. I wanna kiss and lick the neck of a woman. I mean, for all of us guys, if you don't get a boner in the back, it possibly... Übrigens, die Quelle ist Drogenpsychose mit Jeremy Fragrance Chisses von Nazareth. Ich weiß jetzt nicht, was hier einfach bitterer ist. Der das Video so hochgeladen hat, oder ist es Jeremy Fragrance hier an der Stelle? Possibly means that you're not fucking live. Oh fuck, I wanna have sex right now. Ja gut. Und generell hat er auf dieser Veranstaltung einfach ein paar ganz, ganz weirde Statements gedroppt. Ich heiße Daniel Schredinski, ich bin fotzenlecker. Bitte was? Oder hier, hatte so eine geile Energy in meinem Gesicht. Da hatte ich gerade Geschlechtsverkehr mit einer Freundin und bin aber nicht gekommen. Und dann habe ich testweise mit diesem Girl so 3 Tage hintereinander vor dem ersten Video, ich mache so 4 Videos pro Tag, Geschlechtsverkehr gehabt, ohne zu kommen. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist krass, Alter, aber ich kann die ja nicht immer irgendwo hinbestellen und so. Weißt du, das geht ja auch nicht. Vielen Dank für... Ey, das ist Wahnsinn. Er erzählt es halt auch einfach so. Für diese großen Nee, interessiert es halt einfach nicht. Nee, das hat er schon gut erkannt. Irgendwie geht das so nicht. Der hat ein krasses Mindset, Leute. Ziemlicher... logistischer Aufwand in der Planung und Durchführung. Was übrigens auch gar nicht geht, danke Jeremy. Und nicht in irgendwelche so Geheimorganisationen reinzugehen und dann von mir aus 300 Millionen Euro auf dem Konto hast, aber dafür, die dich filmen, wie du ein Schwein den Kopf abhackst oder sowas. Denn auch ich war schon in krassen Events eingeladen, wo man mir irgendwie vorgestellt hat, du kommst hier rein und du kommst hier rein. Habe ich abgelehnt, Alter. Warum habe ich so eine Einladung nicht bekommen? Scheiße, ich habe das Gefühl, die ganzen guten Partys verpasst man immer. Ja, wenn deine Crew sagt, dass heute ein ganz entspannter Abend wird und du dann plötzlich wieder so einen abgehackten Schweinekopf in der Hand und mehrere Millionen auf dem Konto hast. Da passiert mir auch ständig eigentlich. Und wie man wirklich, wirklich reich wird, erzählt einem Jeremy auch. Ich kann euch sagen, macht aus euch eine Brand und dann habt eigene Produkte. Weil ich verdiene mal am meisten mit meinen Produkten. Ich produziere für 7 Euro und verschicke mit DHL für 5 Euro oder so. Und dann verkaufe ich für 300 Euro. Und er sagt es immer und immer wieder. Die Produktion seines Parfüms kostet nichts. Ein paar Euro. Und er macht damit Hunderttausende oder Millionen an Umsatz. Beziehungsweise dann sogar Gewinn. Manchmal habe ich das Gefühl, die Leute wollen einfach nur verarscht werden. Hey Leute, ihr kauft ganz, ganz billigen Scheiß. Ja, okay. Ja gut, wobei man an der Stelle sagen muss, so ein Parfüm, wenn es nun mal Leute gibt, die sagen, ey, der Duft ist so geil, da würde ich auch 300 Euro ausgeben, dann ist das einfach schlau gemacht. Parfüm hat ja jetzt nicht hohe Herstellungskosten, schätze ich jetzt mal, außer so ein ganz besonderes. Keine Ahnung, ich denke die meisten auch von, ja, was gibt's so, Yves Saint Laurent oder was auch immer das für Marken sind. Ich denke nicht, dass die Herstellungskosten so extrem hoch sind. Die haben einfach eine Brand, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine große Marke oder so eine seriöse Marke sind. Dann riecht das gut und dann sind die Leute bereit, für diese Marke zu zahlen. Ja, man bezahlt den Namen halt mit, ne? Die Frage dabei ist, und der Duft, wie lange aber klappt bei Jeremy diese Masche eigentlich noch? Denn wie gesagt, mittlerweile kippt halt die Stimmung. Fun Fact übrigens, der Vortrag bei OMR hatte den Titel, wie Jeremy Fragrance das Attention Game gewinnt.
Ich würde sagen, hat er auf jeden Fall gewonnen. Denn die Leute im Internet waren Leute im Internet und haben sich natürlich über das Ganze aufgeregt. Und daraus, aus dieser ganzen Sache, hat sich ein Shitstorm gegen ihn entwickelt. Aldi Nord distanziert sich von Jeremy Fragrance, Sky nicht. Ja, Aldi hat gesagt, dass sie damit nichts zu tun haben möchten und auch nicht hinter diesen Aussagen stehen. Und dass die Kampagne mit Jeremy ja nur so eine einmalige Sache war. Ja, also jetzt nicht, dass er jetzt immer für das Unternehmen stehen würde. Huch! Oh. Hä, die holen sich die... Die holen sich eine Person für eine Werbung, wo die ganz genau wissen, der Typ ist wie so eine, der läuft rum und erzählt einfach irgendwas, was ihm gerade so einfällt, egal wie problematisch das ist. Also das kann man doch wissen, dass irgendwann vielleicht mal irgendwas gesagt wird, wo hinter die dann nicht stehen. Ja, und dann wird sich wieder schnell distanziert. Hey, das weiß er doch schon im Vorfeld bei ihm. Unsere Werbefigur, die oft ziemlich wirres Zeug redet, redet plötzlich wirres Zeug. Ja, er hätte damit rechnen können. Ja, sorry nochmal dafür, ne? Aber die Klicks für die Kampagne nochmal vorher richtig, natürlich schön mitnehmen. Wie? Der hat davor schon Scheiße gelabert und man hätte damit rechnen können, dass er irgendwie komisch ist. Naja, aber dann hätten sich ja gar nicht so viele unsere tolle Werbung für Brot angeguckt. Und deshalb distanziert sich Sky natürlich auch jetzt nicht an der Stelle davon. Wenn du eine komplett abgedrehte Serie mit dem Typen auf einer Festplatte liegen hast und die ausstrahlen möchtest, kannst du ja jetzt nicht sagen, ah ja, der ist schon irgendwie doof, ne? Aber man merkt, wenn man über Jahre hinweg dusseliges Zeug redet und sich damit die Taschen voll macht, finden das Menschen irgendwann gar nicht mehr so gut. Der Pöbel ist jetzt genug entertained, der Witz ist ausgelutscht. Also ziehen die Leute weiter und suchen sich einfach irgendwas Neues. Dabei ist das alles überhaupt nichts Neues mehr. Ja, Jeremy war schon immer so. Wie gesagt, die Ausschnitte, die ihr gesehen habt, vor ein paar Jahren hat er schon so ein Bullshit gelabert. If you don't get a boner in the bat, it possibly means that you're not fucking life. Aber jetzt hat er noch mehr Aufmerksamkeit, steht noch mehr im Fokus und macht damit halt noch mehr Geld. Und irgendwann, wenn diese Leute damit auch noch Geld verdienen, sind die Leute es dann leid. Man macht das halt so lange zur eigenen Belustigung, bis man merkt, ach, der Typ hat jetzt Millionen damit verdient. Weil ich das jetzt geguckt habe. Ja, nee, dann ist scheiße. Dass manche Aussagen sehr problematisch von Jeremy sind, müssen wir, glaube ich, nicht irgendwie jetzt nochmal bestimmen. Aber dass das jetzt auch nichts Neues ist, müssen wir jetzt auch nicht als große neue Erkenntnis verkaufen. Und deshalb kann ich das eigentlich gar nicht hier besser in Worte fassen als Jeremy. Lasst euch immer gesagt sein. Power! Strength! Now, let's get a girlfriend. Was ist eure Meinung zu Jeremy? Seid ihr es mittlerweile auch leid? Sagt ihr, ey, nee, komm, geh mir weg mit dem Typen? Oder ist immer noch witzig? Eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Also, ich krieg von dem nicht viel mit. Also, wenn dann halt Videos von Glenkan oder wenn Leute mal ein Video zu Jeremy Fragrance machen. Ich muss sagen, das, was ich so mitbekomme, ist eher halt unterhaltsam lustig. Weil der Typ einfach auf alles scheißt und einfach nur straight up irgendwas sagt, was ihm gerade in den Sinn kommt. Egal, wie dumm das ist. Weiß ich nicht. Also, mir persönlich ist es jetzt... Er wirkt mir jetzt nicht so, als müsste man ihn jetzt hier übel krank kritisieren. Ich weiß nicht, was er so für überproblematische Aussagen noch gebracht hat. Ich gehe mir jetzt auf jeden Fall 2 Kilo Parmesan reinkloppen und dann Parfüm in die Augen sprühen. Das war's von mir. Vielen, vielen Dank für den ganzen Support, fürs Abonnieren, fürs Kommentieren, fürs Liken. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay. Ja, gutes Video. Gutes Video. Weiß aber jetzt nicht, was ich nach dem Video jetzt noch für Gedanken habe, aber... Ja, darum bekommt er ja plötzlich so viel Hate. Wobei, es wurde gar nicht so viel auf den Hate eingegangen. Eher so ein bisschen, was er so macht. Aber ja, also scheinbar bekommt er hin und wieder Gegenwind ab, weil er zu viel überall auftaucht.